ja vorletzte Starterin nun im Grand Prix Spezial. Das ist TSF Dallera BB und Jessica von Bredow-Werndl. Diese beiden konnten schon ganz tolle Erfolge feiern. Im letzten Jahr haben sie in der Frankfurter Festhalle das Finale des Louis-D'Or-Preises für sich entscheiden können. Und nun sind sie im großen Sport und im großen Viereck angekommen. Dallera, jetzt 11-jährig, konnte Anfang des Jahres auch in Ebreichsdorf den Grand Prix und die Grand Prix Kür gewinnen und war gestern hier im Grand Prix zweitplatziert. Ja, schön fließende Traversale hier von den beiden. Ein super elastisches und bewegliches Pferd. Auch jetzt hier in der Passage, die spielt quasi damit. Ja, und Jessica kann die Stute ganz fein sitzen und die Verstärkung ausreiten und wieder entspannt zurück in die Passage. Ganz gleichmäßiges, tolles Abfußen hier und Ausgreifen der Vorderbeine in der Passage. Ja, die Richter vergeben hier sogar die 9 für die Passage. Ganz toll gleichmäßig hier herangeschlossen. Schön unter dem Baufuß. Und hier war sie einmal nicht ganz gleichmäßig im Hinterbein. Jetzt wieder sehr schön hier in die Verstärkung. Ja, das war schon mal eine grandiose erste Tour von den beiden. Mit ganz vielen Achternoten in der Passage. Guter Übergang aus dem versammelten Schritt in die Piaffe. Schauen wir, wie die zweite Piaffe gelingt. Ganz, ganz gleichmäßig der Übergang in die Piaffe. Und auch wieder raus. Ja, das ist sehr schön anzusehen. Dann für die Übergänge von drei Richtern auch die 8 und für die Passage genauso 8 und sogar 8,5.
schöne, sichere Zweierwechsel. Ja, das ist schon beeindruckend, wie diese Stute und Jessica das hier mit einer Leichtigkeit präsentieren. Ja, auch die Einerwechsel schön mit Ausdruck gesprungen. Sie macht das hier wirklich mit aller Ruhe, gibt der Stute ganz, ganz viel Sicherheit. Das sieht ein wenig so aus, als würde sie auch ihren Ritt genießen auf diesem Pferd. Ja, auch die Wechsel zwischen den Pirouetten sehr schön gelungen. Ja, die auch etwas groß in der ersten Hälfte angelegt, diese Pirouette, wie auch die erste ein wenig groß. Aber das ist auch schon Meckern auf ganz hohem Niveau. Ja, hier nochmal eine schöne letzte Trabverstärkung. Ja, das macht Spaß zuzugucken. Feiner Übergang wieder in die Passage. Und der Lehrer ist sofort da und bietet das an. Ja, und auch wieder gleichmäßig in die Piaffe und auch aus der Piaffe wieder heraus. Da gibt es auch wieder Neunen für die Passage. Und der Gruß von Jessica von Bredow-Werndl und ihre Dalera BB. Sensationelle Runde. Ganz, ganz toll. Ich glaube, da hat sie wirklich ein weiteres ganz, ganz tolles Pferd im Stall, mit der sie mit Sicherheit noch ganz, ganz viel Freude haben wird. Und hier, meine Damen und Herren, das vorläufige Ergebnis für TSF Dalera BB und Jessica von Bredow-Werndl. Bei E 76,489%. Bei H 77,766%. Bei C 75,745%. So, wir sind gespannt auf das vorläufige Ergebnis. Und da ist es. Und das sind insgesamt 76,13%. Und natürlich die deutliche Führung für Jessica von Bredow-Werndl und Dalera BB. Und jetzt wird es spannend, meine Damen und Herren, denn am Viereck der Nürnberger Dressur Arena macht sich das Siegerpaar dieses Grand Prix Spezials des letzten Jahres bereit. Der elfjährige Trakehner Hengst Heuberger TSF, ein Sohn des Imperium aus einer Michelangelo-Mutter. Ja, hier kann man nochmal den Übergang aus der Passage in die Piaffe der beiden genießen und dann auch wieder heraus in die Passage.